Wir befinden uns hier auf einer Ausgrabungsstätte an der Baustelle für die Bahnüberführung in Lübbenau. Wir haben hier einen Friedhof des 18. und 19. Jahrhunderts entdeckt, den wir jetzt ausgraben. Also die erste Bestattung auf diesem Friedhof fand laut Aussage der Kirchenbücher im Jahr 1767 statt. Und auf einer Karte des Jahres 1843 auf dem preußischen Urmistischblatt ist dieser Friedhof schon nicht mehr gezeigt. Das heißt, in der Zeit hat er hier bestanden und danach wurde er aufgegeben bzw. verlegt. Insgesamt sind es etwa 350 Bestattungen. Auf der Seite, auf der wir jetzt sind, sind es etwa 110, 112 Bestattungen. Wir haben hier einen christlichen Friedhof, das heißt, es sind in Reihen angelegte parallele Erdgräber, Ost-West orientiert, Kopf im Westen, Blick nach Osten, die normalerweise aus einfachen Erdbestattungen bestehen. Das heißt, wir haben den Verstorbenen in einem Holzsarg bestattet und mehr kann man von denen heute nicht mehr finden. Ja, was wir hier sehen, sind zwei Grablegen, also zwei Bestattungen. Sie sehen also, die sind gar nicht so groß, sondern die sind im Grunde, sind die Grablegen nur so breit, wie der Sarg ist. Was Sie hier sehen, ist sozusagen der Sargboden, der sich schon in Einzelteile aufgelöst hat. Diese ganzen Hölzer stammen also vom Sargboden. Die Bestattung selber, der Verstorbene, wurde schon geborgen von uns. Das ist jetzt nur noch der Boden von dem Sarg erhalten. Und Sie sehen, diese Särge sind tatsächlich gar nicht so breit, sind sogar ziemlich schmal. Die Gräber hier, wie gesagt, die sind ja etwa 250, 260 Jahre alt. Mich hat erstaunt, dass die noch so gut erhalten sind. Aber das kann man halt auch nicht pauschal so oder so sagen, sondern je nachdem, wie feucht der Boden ist, wie luftdurchlässig oder undurchlässig, wie kalkhaltig. Je nachdem erhalten sich Knochen und entsprechend auch Holz besser oder schlechter. Dass das Holz erhalten ist, deutet eher so auf einen durchfeuchteten Boden hin. Wir erkennen Archäologen eigentlich Fundstellen, wenn man nicht gleich an der Oberfläche irgendwelche Einzelfunde hat. Archäologen gucken immer nach Bodenverfärbung. Sie sehen ja, der anstehende Boden ist sehr hell, gelblich bis weißlich. Und alles, was Sie hier so an dunklen Flecken sehen, das sind die von uns bereits geborgenen Bestattungen. Warum sind die so dunkel? Sie müssen sich vorstellen, diese Gruben, die Grabgruben, wurden ja in den gewachsenen Boden reingegraben. Das heißt, die Umgebung ist sehr hell. Aber die Verfüllung ist ja größtenteils der Humus, der oben drauf lag. Deswegen, auch nach Jahrtausenden, zeichnen sich solche Gruben immer als dunklere Verfärbungen ab. Ja, was wir hier haben, ist eine gemauerte Gruft. Das heißt, ein gemauertes Grab. Und die Besonderheit hier, es ist halt eine Doppelgruft. Das heißt, es sind zwei Bestattungen nebeneinander, also zwei Grablegen nebeneinander. Was Sie hier noch sehen, ist einmal unten der Ziegelfußboden der Gruft. Dann sehen Sie hier noch Reste vom aufgehenden Mauerwerk der Gruft. Sie erkennen hier am Rand dieses gelb-weißliche. Das ist der Putz, also die war von innen verputzt, die Gruft. Und was Sie hier noch sehen, diese vielen Ziegel, die so nebeneinander liegen, das ist der Rest von dem Gewölbe, was hier die Gruft nach oben abgeschlossen hat. Woher wissen wir, dass das ein Gewölbe ist? Wir haben halt hier Steine, Ziegel, die trapezförmig behauen sind, so wie dieser zum Beispiel oder der da drüben. Das heißt, diese Ziegel bildeten den Gewölbeansatz, von dem aus das Gewölbe nach oben gemauert wurde. Die Besonderheit hier ist dieser Ziegel hier. Da sehen Sie auf dem Ziegel so kleine Tatzenpfoten oder Tatzen.
die aber sicherlich nicht von einer wirklichen Katze sind, sondern mit einem Stock oder Gegenstand aufgebracht. So etwas findet man öfter bei Bestattungen oder auch an Kirchen. Das ist ein unheilabwehrendes Symbol, soll sozusagen die bösen Geister oder den Teufel vertreiben. Unter dem Plastik sind weitere Bestattungen, die bereits teilweise freigelegt wurden. Die sind zum Schutz vor der Witterung, gerade jetzt bei diesem heißen, sonnigen Wetter und Regen, Sie sehen ja da auch eine kleine Pfütze drauf, sind die mit Planen abgedeckt und natürlich auch aus Pietät, also wenn jetzt hier Besucher vorbeikommen, dass man nicht gleich auf die Bestatteten guckt, weil so alt sind ja die Bestattungen noch nicht, wenn das jetzt steinzeitliche wären, die keinen Bezug mehr zu uns heutigen haben, ist das was anderes, aber hier mögen ja eventuell noch Nachfahren der Bestatteten leben, deswegen gehen wir da sehr pietätvoll mit um. Die Bestattungen, die Skelette werden halt von uns fachmännisch erstmal freigelegt, fotografiert, gezeichnet, eingemessen, beschrieben, dokumentiert. Dann werden sie anthropologisch bestimmt, also untersucht auf Lage, auf Alter, auf Krankheiten. Dann werden sie von uns geborgen und werden dann für weitere Untersuchungen ins Landesamt nach Wünsdorf transportiert.